Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Identitätskrise. Heute ist der 16. November 2022, zumindest das sagt mir der Kalender. Es ist wahrscheinlich ein bewölkter Tag wird es sein in Ordu, in Scheinjele. Ist noch sehr früh, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich bin sehr früh auf, weil es einerseits notwendig ist, so früh aufzustehen, um eben Podcasts aufzuzeichnen, ohne den ganzen Lärm, ohne den ganzen Trubel. Aber es ist auch eine sehr nachdenkliche Zeit, vor allem jetzt November. Es geht mit großen Schritten Weihnachten. Ja, das ist dieser wichtige Tag für uns alle, der wichtige Tag oder die wichtige Zeit, nicht der Tag, die Jahreszeit, für viele eines der wichtigsten Jahreszeiten, in der man mit der Familie zusammen ist, in der man versucht eben etwas zu vollbringen. Das ist ja irgendwie auch das Leben, etwas zu schaffen, etwas zu vollbringen, etwas zu meistern. Und das ist auch eine Zeit, wo man sehr viel nachdenkt. Also, vor allem auch, was ist Familie, mit wem kann man es zusammenbringen. Oder auch ganz besonders, wenn man als verbranntes Kind, wenn man so sagen darf, wenn man eben immer eine Last mit sich herumträgt, diese Last, von der man glaubt, dass sie einen immer zu Boden zieht oder unter Wasser zieht. Und man sich dann fragt, vor allem, weil man ja immer andere sieht, die glücklich sind, die scheinbar alles haben. Ich habe in Österreich, aber auch hier in der Türkei, ich sehe so Leute, die scheinen alle überglücklich zu sein. Die Familie, selbstverständlich einige spielen es vor, einige sind so dergleichen, aber nichtsdestotrotz, das existiert, das ist ja real und es ist vorhanden und es ist, ja, das alles geschieht und man sieht, wie es denen geht, wie diese Menschen scheinbar glücklich sein können oder glücklich sein dürfen. Das ist ja auch eines dieser Sachen manchmal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, einige Leute, die stellen dir das Bein und da ist es dann wichtig oder dein Glück, deine Zufriedenheit auch mit dem Wohlwollen dieser Leute ab oder generell, ja, was machen Neider, was machst du, wenn jemand dich hasst, abgrundtief hasst oder wenn es nicht einer ist, sondern viele Leute sind und die alles tun, um dir dein Leben zu zerstören, was machst du dann, woran glaubst du dann? Es ist eine schwierige Zeit und vor allem auch, wenn man ein Trauma überstanden hat, da kommt die Vergangenheit ja immer wieder hoch. Das ist ja etwas, was dich nie in Ruhe lässt, was du immer schlaflose Nächte hast, was dich martert, psychisch martert. Ganz besonders, wenn du Jahre später daran dich erinnerst und dich fragst, ja, die ganze Zeit, die habe ich jetzt autark gelebt. Ich hatte keine Ahnung, was da geschieht, was da geschah. Die Menschen um mich herum, die Scharade spielten, die alle eine Maske trugen. Wo ist mein Platz da? Und nach Jahren später, wie verarbeitet man so etwas? Wie kann man dann so etwas überwinden? Vor allem, dass man Ruhe hat, ja, dass man so etwas wie eine Zukunft aufbauen kann. Das ist ja das Nächste, also dass man nicht immer wieder in der Vergangenheit lebt. Man lebt in der Vergangenheit, weil man sich immer und immer wieder zurückgebracht fühlt. Also dieses Trauma bringt einen immer zurück zu den Momenten, wo man dieses Trauma erlebt hat und man sich auch fragt, vielleicht, ja, wie wäre mein Leben geworden, wie anders wäre mein Leben geworden, was wäre aus mir geschehen. Das sind ja immer wieder Fragen, die einen davor bringen, aber nicht nur einen selbst, auch andere Menschen. Wenn ich nur bedenke, meine Eltern,
die über Jahre lang da vergiftet worden sind. Also dieses Wasser, ganz normales Leitungswasser, das ist alles in Österreich, wo das Wasser, wo vergiftet wurde, wo Gas, man glaubt es ja nicht, aber dass da Leute immer noch im 21. Jahrhundert vergast werden, dass das teilweise im Kriegsschauplätzen ist, aber teilweise auch hier mitten in der Bevölkerung. Ich kann mich erinnern, also in meiner Jugend, da war immer dieses Gas. Und es war nicht irgendetwas, was du so riechen konntest, also, oder du hast es schwer gerochen, aber da war immer dieses Gas, vor allem da jetzt im Herbst, Frühling, Winter, doch so voll. Blähungen gehabt, Durchfall gehabt oder das war so ein Gas, was deine ganze Zunge anschwellen hat lassen. Deine Zunge war angeschwollen, der Speichel hat sich in deinem Mund gesammelt, du konntest nicht wirklich oder beim Reden hast du immer so aufpassen müssen, dass du eben den Speichel runterhältst. Oder dann auch manchmal, du hast so extrem Kopfschmerzen gehabt, das war nicht mehr Migräne oder sowas, das war wirklich so extreme Kopfschmerzen. Und damals hast du es geglaubt, naja, vielleicht Migräne oder sonst dergleichen. Erst später, Jahre später, ganz besonders, wie das dann auch in Wien verwendet wurde, habe ich mir gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Die gleichen Symptome in meiner Kindheit, habe ich einen Ofen gehabt. Und ich habe damals geglaubt, naja, das ist wahrscheinlich der Ofen, das ist Holz, das ist nasse Holz oder sonst dergleichen. Aber wie ich dann später das auch in Wien erlebt habe oder in anderen Städten, auch hier in der Türkei, das ist wirklich ein Gas. Das ist ein Gas, was dir übel macht, was zu Magenkrämpfen führt, was deine Zunge anschwellen lässt, was dazu führt, dieses Gas, das dazu führt, dass du extreme Kopfschmerzen hast oder auch nicht schlucken kannst und dergleichen, wo dir einfach so schlecht ist. Also ich kann mich erinnern, Krankheiten in meiner Kindheit haben jedes Mal diese Symptome gehabt. Und lange Zeit, ich habe das einfach nicht gewusst, ne? Später erst jetzt hier in Ordu, in Şanlıurfa wird dieses Gas wieder verwendet, jetzt kommt das wieder hoch, diese Erinnerungen, diese ganzen Gedanken, da vergiften dich Leute offensichtlich oder du wirst offen vergiftet. Es ist wie gesagt, ich habe das letzte Mal das auch so gesagt, das ist irgendwie der Tiefpunkt der Gesellschaft und das nach der Pandemie. Also ich habe es auch immer wieder gesagt und ich werde das auch immer wieder sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Pandemie, dass dieser Coronavirus in Österreich sich entwickelt hat. Jeder, der in Westösterreich im Bezirk Zell am See und dann später auch in Wien gelebt hat, dort aufgewachsen ist oder sonst dergleichen die letzten 15 Jahre in diesen Gebieten gelebt hat oder noch länger, der weiß ganz genau, was Sache ist. Oder viele Leute, die haben es gar nicht so gemerkt, dass deren Wasser vergiftet werden, absichtlich vergiftet wird. Selbstverständlich wird man dann sagen, naja, das hat bei den Leitungen hat es da was gegeben, aber das ist eine riesen, wie soll ich sagen, das ist ja nur ein Teil von vielem, ganz besonders da in der Region, wo ich aufgewachsen bin, wo ich da geboren und aufgewachsen bin, im Bezirk Zell am See. Da waren ja in den Schulen waren Pädophile, da wurden Kinder missbraucht, Frauen vergewaltigt, da wurden Menschen umgebracht, Menschen zerstückelt und in Öfen geschmissen. Also das ist ja eine richtig schlimme Region, der Pinzgau. Da die Menschen vielleicht, die normalen Pinzgauer, die können wahrscheinlich eh nichts dafür, die Österreicher. Aber das war eine schlimme
Region und da ist dann auch die Sache, wo man dann sagt, naja, wenn die das Wasser vergiften, naja, wundern tut es mich nicht oder wundern würde es mich nicht, dass das Wasser vergiften, dass die Leute so manipulieren können und dergleichen. Aber ich habe das später auch erfahren, dass es Leute gegeben hat, die immer wieder in die Wohnung meiner Eltern gekommen sind. Das ist ja später, heute habe ich ja auch ein Riesenproblem mit all diesen Leuten, die in meine Wohnung kommen, die alle in meiner Nähe sein wollen und blöde Selfies machen wollen. Und ich habe später erfahren, das war seit Anbeginn oder schon bereits in meiner Jugend immer wieder gang und gäbe, dass da Leute in meine Wohnung gekommen sind, die Kleidungen meiner Eltern angezogen haben, darin Fotos gemacht haben, so richtig krank eigentlich. Nicht eigentlich krank, das ist krank. Und später ist es in Wien auch immer wieder passiert, dass Leute unbedingt meine Jacke anziehen wollen, meine Schuhe in meinen Schuhen herumlaufen wollen. Ich meine, das ist so krank gewesen irgendwie. Und das dann zu erfahren und was das dann auch mit dir macht, das mag für einige irgendetwas Belangloses sein, naja, was soll schon dabei sein, da habe ich eben die Jacke angezogen und habe ein paar Selfies gemacht. Nein, es geht darum, dass du in die Wohnung von jemandem gehst. Das ist ja das, was diese ganzen Stalker und diese ganzen, ich muss sagen, Geisteskranken, denen der Hang zur Realität fehlt, einfach vergessen. Und das ist die Verunsicherung, das damit einhergeht. Du gehst in die Wohnung von jemandem, auch wenn du glaubst, es ist harmlos, aber du gehst in die Wohnung von jemandem. Du brichst in die Privatsphäre eines Menschen ein. Nur, auch wenn du sagst, naja, das ist nur um ein paar Fotos zu machen oder weil du der Meinung bist, du brauchst es psychisch, dass du in den Schuhen und in den Kleidungen von jemand anderem steckst. Das ist nicht etwas, was man so einfach verharmlosen kann. Was das mit dir macht oder was das mit mir in Wien gemacht hat oder hier jedes Mal, wenn ich hier in der Türkei die Wohnung verlasse, das war auch in Wien der Fall. Da musstest du dir immer wieder sagen, naja, wer kommt jetzt wahrscheinlich in meine Wohnung? Wer geht jetzt in meine Wohnung? Wer zieht wieder mal meine Kleidungen an und macht bescheuerte Selfies? Wer nimmt wieder mal meine Sachen in die Hand und dergleichen? Das sind schon Sachen, die dich dann sehr verunsichern, weil in deinem Zuhause, in deinem Privatbereich fühlst du dich ja irgendwie auch sicher oder willst du dich auch irgendwie sicher fühlen. Und ganz besonders, wenn ich nur bedenke, wie viele Male es da zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen sind, wo Leute in meiner Wohnung auf mich warten, mit dem Messer gezückt. Das Traurigste ist, dass ich bis zum heutigen Tag das noch nicht abgestellt habe, wo Leute mich sogar vor Weihnachten ins Gefängnis werfen, nur mit dem Grund, dass sie in meiner Kleidung herumlaufen können. Ich meine, das ist krank. Das ist krank. So etwas kann man nicht verharmlosen. Doch wie es verharmlost. Und wenn es über Jahre geht, wenn man so das Leben von jemandem zerstört, und es wurde ja zerstört, das Leben meiner Eltern, mein Leben und wahrscheinlich von vielen anderen auch immer. Das ist wie dieser pädophile Zustand, der in der Schule stattfand. Das war ja nicht nur eine Volksschule, das war nicht nur eine Hauptschule, das war nicht nur eine höhere Lehranstalt. Da waren Dutzende. Und wir haben ja nur den Gipfel des Eisberges gesehen. Wir wissen noch nicht, wie viele sind es tatsächlich. Nur eins ist klar, das habe ich schon sofort gemerkt, als ich in Wien war, dass dort sehr viele Nachahmer gefunden, wo man sich dann auch fragen muss, wer ahmt da wen nach? Wer macht da wen nach? Also hat es solche Zustände vorher in Wien gegeben und
Kaiserreich haben das danach gemacht, dass man mit falschen Identitäten in Schulen hineingehen kann, sich als Lehrer ausgeben kann und schlimm genug dort Kinder missbraucht, Leute, das Leben von Leuten zerstört, dass das für viele dann möglich war. Und das habe ich in Wien dann auch gemerkt. Das war ja nicht nur eine vereinzelte Sache, das war in der Wiener Hauptuniversität auch der Fall. Da waren Leute, die einfach die falsche Identität verwendet haben, die vor den Leuten da gestanden sind und sich als Lehrer und alles aufgespielt haben. Und das ist in Westösterreich auch so weit gegangen. In Wien musste man es den Leuten erklären und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man die Leute alle überzeugt hat, dass es ein Problem ist, dass es wirklich ein Problem ist, dass wenn Leute mit falschen Identitäten in die Universitäten gehen, dass wir als Gesellschaft davon Schaden nehmen. Wenn ich nur bedenke, in Westösterreich, das waren alles Pädophile, aber auch wenn man sagt, naja, das sind doch keine Pädophile, das sind alles normale, anständige Leute, aber warum muss jemand etwas vorspielen? Wenn jemand die notwendige Qualifikation hat, wieso muss so jemand dann die Identität von jemand anderem übernehmen und dann in die Universität gehen und dort etwas vorspielen? Wieso geht das nicht, dass man das mit dem eigenen Namen macht? Wieso geht es nicht, dass man mit dem eigenen Namen eine Matura erwirbt? Oder, nein, es geht nicht, weil man es nicht geschafft hat. Darum geht es. Diese Menschen haben nicht die notwendige Qualifikation. Und zu was das alles führt, hat man ja auch gesehen, auch wenn die österreichischen Medien darüber nicht berichten. Und das wird, glaube ich, auch nicht so sein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man eine starke zivile Gesellschaft hat, dass man eben innerhalb der zivilen Gesellschaft sich dagegen aufbäumt, gegen diese Leute. Und das ist ja meistens so, das sagen die Linken immer, ja, das ist alles der faschistische Staat, das ist die Rechten. Nein, das stimmt alles nicht. In Westösterreich, das waren nicht die Rechten oder nur die Konservativen, nur die Kirche, weil man sagt, naja, die katholische Kirche, die sind doch Spezialisten, in Leute zum Schweigen zu bringen. Nein, das waren Linke, da waren Leute, die sich ganz klar als Linke identifiziert haben, die SPÖ-Fahnen alle hochgehalten haben, die stolz drauf waren. Und was dann? Was dann? Jetzt hat man das Leben dieser Menschen alle da zerstört. Was dann? Was war das alles dann? Stell dir vor, da ist eine Person, die hat scheinbar nichts anderes zu tun, als dahin zu gehen. Aber man muss sich einmal diesen Menschen vorstellen. Stell dir mal diesen Menschen vor, das ist so eine erbärmliche Kreatur, hat scheinbar nichts Besseres zu tun, als sich da vor den Menschen zu stellen, ohne irgendwelche Qualifikationen oder nichts. Ohne irgendeinen Willen, um den Menschen oder um den Kindern irgendetwas beizubringen, sondern das sind einfach nur Menschen, die gerne sich als Herr und Meister aufspielen wollen. Und ich habe das auch selber immer wieder erfahren, auch da gesehen. Das habe ich in Wien in der Universität habe ich das gespürt, am Arbeitsplatz habe ich das gespürt. Es gibt so Leute, die haben seine Neigungen, die wollen sich immer über alle anderen stellen. Die wollen immer so Chef genannt werden. Die wollen immer so etwas Besonderes, sich in eine besondere Position begeben. Die wollen über andere herrschen. Denen ist es egal, wie und was die Mittel dazu sind. Einige Leute wollen einfach nur über andere herrschen, über andere leben, über deren Leben und Tod entscheiden.
Und so jemand geht dann in die Schulen. Wir reden hier von Volksschule, wir reden vielleicht auch von Kindergärten, Hauptschule, Handelsschulen, Gymnasium. Das sind Leute, die keine wirklichen Lehrer sind, die keine Ausbildung haben, sonst dergleichen, die nicht mal im normalen Schulsystem bestanden haben. Das ist ja das Nächste. Und die gehen dahin nur mit dem einzigen Zweck, um Macht über andere zu haben. Warum? Weil man über Kinder besser Macht haben kann. Das sind 6- bis 7-Jährige vielleicht auch im Kindergarten, was weiß ich. Und da ist es scheinbar einfach für viele oder auch die, dass Leute das auch notwendig haben. Und das wissen wir ja auch, dass Pädophile, die eine psychische Neigung dazu haben, um von Kindern erregt werden, die wollen immer über andere Macht haben. Die wollen das Leben anderer in deren Händen halten. Das ist ein spezieller Charakter, der immer Macht über andere haben will. Der ist auch genießt in einer sadistischen Art und Weise Macht über andere zu haben. Und auch das habe ich in der Schule erfahren. Und da fragt man sich dann schon, was sind das für Menschen? Warum hat das jemand notwendig? Und wo sind die Mechanismen dafür? Jetzt wird jemand sagen, naja, was? Und das war ja in Wien, man muss sich das vorstellen, an der Universität Wien muss man es den Leuten einmal erklären, warum das alles ein Problem ist. Warum jemand, der nicht qualifiziert ist, einfach nicht zu mir nichts, dir nichts in die Schule gehen darf und sich als Lehrer vorspielen darf. Warum ist es ein Problem? Na, erstens einmal sind diese Menschen Versager. Versager dahingehend, dass das normale Schulsystem nicht bestanden hat. Jetzt wird jeder sagen, und das hat man auch gesagt, naja, das heißt ja nichts. Schule, dieses ganze Schulsystem, das sei veraltet. Man kann da sowieso nichts aussagen, was heißt es schon für eine Prüfung zu lernen und dann die zu bestehen. Das ist schon richtig. Das mag schon sein, dass das Schulsystem damals früher veraltet war. Es ist heute noch veraltet, wenn man nur bedenkt, dass wir immer noch mit den Büchern unserer Vorfahren, Eltern und Großeltern lernen, Fremdsprachen, Bücher und dergleichen, Geschichte und alles. Da hat sich nicht viel verändert, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen irgendeinen Maßstab, den wir für die ganze Gesellschaft anwenden können, indem wir die Qualifikationen von jemandem messen können. Das ist notwendig. Das ist notwendig dafür, dass die Gesellschaft funktioniert. Weil sonst ist das alles nur ein per Zuruf. Ja, wer ist Lehrer, wer kommt so gut mit Kinder, na, das ist die Hannelore, das ist der Rudolf, das ist der und der. Ja, die sind alles gute Menschen und die sollen mit Kindern umgehen. Ja, was ist das? Entweder man hat die Qualifikation, die notwendige Qualifikation, um mit Kindern zu arbeiten, oder man hat es nicht. Und dadurch, und heute, ich ich kann mich ja erinnern, als in Österreich angekündigt worden ist, dass diese allgemeine Matura kommt. Da haben sich einige Leute so drüber aufgeregt, dass diese allgemeine Matura, die in ganz Österreich für jeden gleich ist, so ein niedriges Niveau hätte, dass es sowieso wertlos sei, sie überhaupt zu machen oder diese Matura überhaupt zu geben, weil die ist so einfach, dass sie sowieso wertlos sei. Naja, für einige scheint sie doch nicht so einfach zu sein, denn die haben es nicht geschafft. Weil sonst hätten wir ja das Problem nicht, dass in die Schulen sich Leute hineinschleichen, die keine Qualifikation haben, die nicht mal eine Matura haben und sich da als Lehrer aufspielen mit falschen Identitäten das machen. So, was ist ein Lehrer? Dann, was will ein Lehrer machen? Will ein Lehrer, geht es bei einem Lehrer darum, die Menschen, Schüler zu unterrichten, Freude am Unterrichten, Freude,
Freude daran zu haben, dass jemand heranwächst, dass man jemanden dabei hilft, seine Persönlichkeit zu formen? Oder ist es alles nur Macht in den Händen von einigen wenigen Psychopathen, die scheinbar nichts Besseres zu tun haben? Und wieso wird da der Staat nicht aktiv, muss man sich immer und immer wieder fragen. Wo ist der Staat dann? Wie kann es sein, dass so jemand in aller Öffentlichkeit eine falsche Identität verwendet? Ich kann mich erinnern, dass in der Hauptschule, in die ich gegangen bin, wo der Direktor gleichzeitig auch der Bürgermeister war. Und der hat eine falsche Identität verwendet. Ja, was geschieht da? Wieso sieht da niemand einmal genauer hin? Und was macht die Polizei? Und dann heißt es mir, ja, die österreichische Polizei, die hat nicht genug Geld. Naja, keine Ahnung, aber dadurch, wenn man nur bedenkt, dass das Problem auch innerhalb der Polizei stattfindet, dass da Leute, die keine Beamten sind, gerne die Polizeiuniform anziehen und Leute terrorisieren. Ist es auch zu wenig Geld? Ist es auch zu wenig Unterstützung? Hat man da nichts Besseres zu tun, als sich wieder als Chef aufzuspielen, als wieder Macht über andere zu haben? Ist es wieder das? Das ist dann schon, und diese ganze Sache, die ist dann schon widerwärtig. Es ist auch widerwärtig in dem Sinne, wo man auch sieht, das ist der Abgrund. Oder in welchem Abgrund einige Menschen sich bewegen. Warum hat das notwendig? Das ist ja das, was ich bis zum heutigen Tag immer so schwer verstanden habe. Wieso hat das jemand notwendig? Da sich zum Beispiel, das ist in Wien oder das passiert hier in der Türkei sehr oft, aber auch in Österreich. Da ziehen sich Leute immer wieder eine Uniform an. Meistens ist es die Polizeiuniform. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie diese Uniformen alle herbekommen, aber das kann sicher nicht so sein, dass es ohne des Wissens der wirklichen Exekutive ist. Da ziehen sich Leute offensichtlich eine Uniform an. Nicht offensichtlich, sondern das ist Faktum. Das passiert auch hier in der Türkei, in Österreich und auch in Deutschland. Die ziehen sich an und stolzieren da durch die Gegend. Naja, jetzt wird jemand sagen, ja, was schon? Ja, was ist schon dabei? Es ist ja nichts Schlimmes geschehen, das sagt man immer. Ich weiß nicht, was eigentlich in den Köpfen dieser Leute vorgeht, die das immer so verharmlosen. Naja, was ist schon dabei geschehen? Es ist ja nichts passiert. Da haben sich eben einige Spitzbuben, so sagt man ja, da haben sich eben einige Spitzbuben einen Spaß erlaubt. Ja, die haben eben eine Polizei- oder Militäruniform angezogen und haben sich da heute mal einen Spaß mit den Leuten erlaubt. Naja, was heißt der Spaß? Der Mann zückt die Waffe und schießt da in der Öffentlichkeit. Also das sind Sachen, was ist das eigentlich? Spaß. Ist es nicht etwas, was irgendwie zu weit geht? Ist es nicht etwas krank, oder dass man die Identität von dem anderen verwendet oder eine falsche Identität verwendet, in die Schule geht und dort sich als Lehrer ausgibt? Was ist das? Kann man so etwas auch noch verharmlosen? Ganz besonders dann, wenn sich dann später herausstellt, dass es ein riesiger Pädophilenring ist, der Kinderpornos gemacht und vertrieben hat. Ist es dann auch noch etwas, was man verharmlosen kann? Und wo ist dann der Schutz? Wo man immer wieder sagt, wo ist denn die Polizei, die diesen Triebtätern Einhalt gebietet? Aber wie gesagt, wenn man nur danach
denkt über diese Menschen, was ist das noch für ein Mensch? Hat so jemand kein Leben, hat so jemand keine Arbeit, dass so jemand scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als sich als Polizist auszugeben, da Leute aufzuhalten, Leute zu tyrannisieren, zu drangsalieren, weil das ist es ja, schlussendlich ist es ja das. Also da muss man schon sagen, aber was sind das für Menschen? Sind das alles leere Menschen, die so kein Leben haben, primitiv sind oder die gerne Macht über andere haben? Denn ich bin schon der Meinung, darum geht es. Es geht darum, Macht über andere zu haben. Und was? Und wer hat heute in der Gesellschaft Macht über andere? Ja, das sind Polizisten, das sind Militär, das sind Richter, das sind Lehrer. Und auch das hat nicht nur mit der Polizei zu tun, das auch mit Gericht. Das ist ja mir immer wieder passiert. Da holen dich Leute vor Gericht, vor's Gericht, und erst später erfährst du, das war gar kein richtiges Gericht. Na, da tun Leute mit dir Scheinprozesse machen, so wie in der Nazizeit. Da wirst du her zitiert. Und der macht sich mit dir Spaß und der lässt dich sogar Geld zahlen. Also das ist eine Betrugsmasche. Und ich habe mal eine von denen gefragt, also die haben wieder mal mit mir so einen Scheinprozess gemacht in Wien, vor allem als Ausländer wirst du immer Opfer von solchen Leuten. Und die machen das in der Behörde. Also das ist nicht etwas, wo der sagt, abseits oder so. Nein, der macht das in der Behörde, im Gerichtssaal macht er so seinen Prozess und das sieht alles rechtmäßig aus, sogar die Dokumente werden dir vermittelt und alles. Und ich habe immer da mit einer geredet, also die hat sich als meine Anwältin aufgespielt, aber die war keine Anwältin, die war nichts. Sie war eine geisteskranke Psychopathin und die hat so gesprochen. Sie macht das eigentlich schon Jahre. Also das ist nicht, ich bin nicht der Einzige. Ich habe mal so gefragt, ja, wie lange machen Sie das schon? Weil ich so gemerkt habe, mehr und mehr gemerkt habe, weil als Ausländer hat man immer so einen sechsten Sinn, weil vor allem Österreicher, die glauben, man darf mit Ausländern machen, was man will. Das ist ja, in Österreich ist ja, da hat man ja so ein Gefühl, oder wird man so behandelt, dass man als Ausländer vogelfrei ist. Also vogelfrei bedeutet, dass jeder mit einem machen darf, was man will. Man hat sowieso keine Rechte und man kann sowieso nirgendwo hinaus. Man kann sowieso nicht zur Polizei, nicht zum Richter. Und deswegen, man kann mit Ausländern machen, was man will. Das ist ja die generelle Einstellung in Österreich. Zahlreiche Ausländer um weniger Rechte. Es hat auch immer wieder in der Politik einige gegeben, die das auch verlangt haben. Man soll Ausländer weniger Rechte geben und mehr Steuern zahlen lassen. Also so ist man ja auch. So eine Einstellung hat man. Und da sind einige der Meinung, man kann mit denen machen, was man will. Sie alle betrügen, um Geld anhauen und erleichtern. Und das wurde auch so gemacht. Da macht der Schein Prozesse, da wird jemand als schuldig verurteilt und dann lässt man die zahlen. Das ist eine Betrugsmasche. Und dann, die werfen dich sogar auch noch ins Gefängnis. Das ist nicht eine, zwei Leute, das ist eine ganze Truppe. Das ist eine gut organisierte Gang, ist es. Und die ist innerhalb der Staatsapparate, die ist innerhalb der Institutionen in Österreich. Genauso wie das mit den Pädophilen war, mit den Vergewaltigern in Westösterreich. Die waren so gut organisiert, dass über Jahre, obwohl jeder davon gewusst hat, über Jahre hat man jeden zum Schweigen gebracht. Nicht einmal ein Staatsanwalt hat Angst. Klage erhoben, gar nichts. Das ist vor den Augen aller, wurde das abgespielt. Vor den Augen aller hat man Kinder missbraucht, das Leben von Menschen zerstört. Und da fragt man sich, und das hat ja alles Nachahmungstäter
Täter gefunden. Wie gesagt, in Wien, Wörter Wien jetzt nachgemacht. Haben die Wiener die Leute in Westösterreich nachgemacht oder haben die Leute in Westösterreich die Wiener nachgemacht? Und wie lange geht das alles schon? Das ist ja die nächste Frage dann. Wie lange geschieht das? Wie viele Menschenleben wurden da schon zerstört? Wer wurde da zerstört? Und das ist dann schon traurig immer. Was ist ein Menschenleben dann wert? Wenn man so bedenkt, jeder Mensch ist ja etwas ganz Besonderes. Jeder Mensch hat Träume, jeder Mensch hat Wünsche, jeder Mensch will in seinem Leben irgendetwas erreichen. Vielleicht irgendetwas, so etwas wie ein erfülltes Leben erreichen. Und da gibt es scheinbar Leute, die machen einen, die zerstören einem das alles. Vor allem einem Kind. Was willst du von einem Kind? So ein unschuldiges Kind. Und du zerstörst dessen Leben. So etwas Krankes, so etwas Widerwärtiges. Und das ist auch dann auch noch vom österreichischen Staat geduldet wird. Und es wurde geduldet, es wurde sogar entschuldigt. Und es sind die Linken, die das machen. In den USA, da gibt es MeToo. Da gehen Leute, Frauen auf die Straße. Frauen, es sind weiße Frauen, wären schwarze oder Latino-Frauen auf die Straßen gegangen, hätte man wahrscheinlich nur mit den Achseln gezuckt. Der Grund, warum MeToo so erfolgreich war und ist, weil weiße Frauen auf die Straßen gehen und sagen, wir werden dann missbraucht, wir werden nicht gehört. Und das war erfolgreich, wenn man so bedenkt, in den USA. Während in Österreich die Linken, das sind die Linken wieder, die Linken, die tun alles Mögliche, um Pädophile zu entschuldigen, um die Öffentlichkeit mit Falschinformationen zu beliefern, damit Pädophile nicht erkannt werden, damit man sie nicht entdeckt, wo dann deren Schuld auf unschuldige Menschen umgewälzt wird. Und das sind auch die Linken, zweigesichtig. Also wenn es um die eigenen Leute geht, will von den Linken niemand von MeToo wissen. Dann schaltet man auf Stumm oder auf Durchzug. Und man hilft sogar diesen Pädophilen, sich selbst an der Macht zu halten. Was geschieht in Wien? Was geschieht in der Politik in Österreich? Ist nicht etwas, was einfach widerwärtig und abartig ist. Trotzdem geschieht es mit dem Segen der Linken. Und das ist dann schon etwas, wo man auch sagt, naja, man sieht dann, wie zweigesichtig diese Leute alles sind. Ja, wenn es um die eigenen Leute geht, dann gilt scheinbar immer die Unschuldsvermutung, auch wenn das Gegenteil vorliegt. Und so etwas ist traurig eigentlich. Weil dann merkt man auch, dass diese ganze MeToo-Bewegung eigentlich nichts anderes als Schein ist, Fassade ist. Da sind einige weiße Leute, einige privilegierte Frauen, die sich wichtig machen wollen. Und wenn man nur bedenkt, dass in Europa Missbrauchsopfer zum Schweigen gebracht werden, eingeschüchtert werden, richtig vom Staat eingeschüchtert werden oder auch mit Drogen in Drogen versetzt werden, unter Drogen versetzt werden, nur um sie zum Schweigen zu bringen oder diese Menschen zu diskreditieren, sie als verrückt, als geisteskrank abzustempeln, nur damit man, wenn es zu einer Verhandlung kommt, wenn jemand gegen den ganzen Missbrauch, der da geschieht und über Jahre geschehen ist, dass wenn jemand gegen diesen Missbrauch aussagt, dass man ihn dann vor Gericht diskreditieren kann. Das geschieht in Europa und das machen die Linken. Wo ist da MeToo? Da will von MeToo niemand wissen, na, das ist halt eben ein Verrückter, der eine Verschwörungstheorie zum Besten gibt. Das ist ein Faschist, dem kann man nicht glauben. Oder man sagt immer, ja, der hat es verdient. So hat man auch gesagt. So sagt man auch in
einige scheinbar verdienen es, missbraucht zu werden. Das sind die Linken, dieses wahre Gesicht der Linken. Und das ist, für mich ist, nachdem ich deren wahres Gesicht gesehen habe, erstens einmal bin ich so wie angewidert von diesen Menschen. Und zweitens einmal, also ich kann kein Linker sein. Also nach dem, was ich da erlebt habe, und vor allem diese widerwärtigen und hassenswerten Menschen, die so viel Leid über die Welt gebracht haben und danach dann noch so tun, als ob das entschuldigbar wäre. Naja, Mann, was soll man machen? Oder wenn man sagt, das ist ja immer eine linke Floskel, und das bringt man immer wieder hervor. Ja, das, was wir gemacht haben, ist schon schlimm, aber das, was die anderen gemacht haben, das ist weitaus schlimmer. Schauen wir doch lieber auf die anderen, anstatt auf uns. Das ist immer wieder, und das wird bei den Linken praktiziert. Und das ist hassenswert. Wirklich hassenswert. Dass man so leben muss. Oder auch, dass man als Opfer, dass das nicht aufhört. Da ist man Missbrauchsopfer. Und dass das dann nicht aufhört, dass man Jahre später von den Familien der Täter, das ist ja das Nächste, von den Familien der Täter eingeschüchtert, bedroht wird, nicht in Ruhe gelassen wird und dass alles versucht wird, um jemanden zum Schweigen zu bringen, nur damit er nichts aussagt, nur damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Und solche Leute haben dann Unterstützung von den ganzen Staatsorganen in Österreich. Und wo man dann fragen muss, ja, was läuft da schief? Wieso funktioniert der Rechtsstaat in Österreich? Reich nicht. Wieso ist es nur eine Fassade? Wieso können wir das Leben von einzelnen Menschen nicht schützen? Von Menschen? Wieso ist das Leben von einigen scheinbar nicht so wert? So viel wert wie das Leben von anderen? Denn es ist schon klar, andere können ihr Leben schützen. Das ist ja bei der MeToo-Bewegung der Fall gewesen. Wenn man nur bedenkt, dass schwarze Frauen und Latinos, die wurden schon seit jeher immer sexuell missbraucht oder belästigt. Das ist ja tagtäglich der Fall gewesen. Nur die haben sich nie Gehör verschafft. Es mussten weiße Frauen vor die Kamera und vor die Welt treten, damit man da hinhört. Ist das eine rassistische Angelegenheit? Einige Leute können sich kein Gehör verschaffen. Ich komme in meiner Kindheit erinnern, da wollte niemand hören, von mir hören, was ich da zu sagen habe, was da in der Schule geschieht. Es war nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte. Ich habe es ja gesagt. Du hast die Polizei angerufen, du hast gesagt, da stimmt was nicht. Was ist da geschehen? Sie haben einen verurteilt, eine Frau verurteilt. Und sie war nur ein kleines Rädchen, oder sie ist nur ein kleines Rädchen in dem Ganzen. Da sind wahrscheinlich zig Lehrer involviert, zig Pädophile involviert in dieser Sache. Und heute noch. Also wie kann es sein, dass wir unsere Kinder nicht schützen können? Oder sollte man überhaupt in Österreich überhaupt noch Kinder haben? Das ist ja auch sehr gefährlich. Das ist Nahrung für Pädophile. Ist Österreich überhaupt noch ein lebenswertes Land? Es wird immer wieder so gesagt. Man sieht ja in den Werbungen und so. Man sieht in den Werbungen immer wieder so Annoncen, die sagen ja, Österreich ist eines der lebenswertesten Länder der Welt. Und man zeigt ja immer Bilder von den Alpen, von den österreichischen Alpen und alles ist so grün. Och mein Gott, alles ist so schön und alles ist so Natur. Und es wird auch über Wien so gesagt. Ah, Wien ist die schönste und lebenswerteste Stadt, die es gibt. Da muss ich mich dann auch immer fragen, wer macht solche Sachen? Wer macht solche Umfragen? Oder woran hat man das festgemacht? Wenn man nur bedenkt, dass in Österreich der Rechtsstatus fraglich ist, dein Rechtsstatus fraglich ist, wenn man nur bedenkt, was da geschieht, dass du nicht mehr sauberes Wasser bekommst, dass du Gift, teilweise Gas in die Öffentlichkeit
Krankheit verstreut wird, dass da Leute ermordet werden, verschwinden lassen werden. Ja, was ist da lebenswert? Wovon reden die Leute? Und wenn sie da diese ganzen hohen Tauern zeigen, diese ganzen Naturschutzgebiete, dann frage ich mich schon, wie viele Leichen wurden da wahrscheinlich alle schon vergraben? Ja? Wer wurde da alle schon vergraben? Wie viele Tote liegen da unter der Erde? Wie viele Menschen hat man da verschwinden lassen? Ist schon etwas. Ist schon etwas, wo man erschaudert irgendwie. Erschaudert und dann auch irgendwie so voller Hass ist. Hass ist, weil das hätte verhindert werden müssen. Das hätte man verhindern müssen. Später habe ich mich erinnert, das war nach der Sache in der Handelsschule. In der Handelsschule hat es eine riesen Reiberei gegeben. Später erst in der Handelsschule, ich war 18, kommen auf einmal die Leute, ja, er ist ein Held. Das war oder wie ich in die Universität gegangen bin. Das war 2011. Ich bin nach Wien in die Universität gegangen, 2011. Und da kommen so Leute, ja, er ist ein Held. Ich war damals 22, 21. So. Und wie ich damals in die Universität gegangen bin, da sind so Leute hergekommen, ja, er ist ein Held. Ich habe damals, wie gesagt, nicht gewusst, dass die über mich reden, ja, weil du wurdest ja wieder unter Drogen gesetzt, deine ganzen Erinnerungen waren weg. Ja, habe ich mir gedacht, Jahre später, wie gesagt, als ich mich da erinnert habe, erstens einmal hat es so lange gedauert, bis du mal jeder hinhört und trotzdem ist es nicht gelungen, dass man alles aufdeckt. Und trotzdem habe ich ja von dem ja immer noch nichts gehabt. Ja, jetzt bist du ein Held, was dann? Trotzdem haben mir Leute versucht, mich umzubringen. Trotzdem haben mir Leute versucht, mich zu liquidieren. Bis zum heutigen Tag versuchen mich Leute zu beseitigen. Macht man das mit Helden, die etwas Gutes machen? Ist ein Helden überhaupt? Das ist ja die nächste Frage dann gewesen, was heute so diskutiert wird und geredet wird, ist er überhaupt ein Held? Oder wie man später zu mir auch gesagt hat, er kann kein Held sein, er ist ein Terrorist und alles. Was hat sich das alles gebracht? Außer Leid. Und nochmal Leid. Das ganze Leben von den Menschen zerstört. Und das macht mich wütend irgendwie. Das macht mich wirklich wütend. Ich bin wirklich hasserfüllt. Also wen soll man hassen? Diese hassenswerten Menschen, die das mit denen gemacht haben oder erschreckenderweise, die das machen konnten, dass es scheinbar so einfach war, so einfach in die Schulen zu gehen oder dass es so einfach ist, einfach eine Polizei, Militäruniform anzuziehen und da Leute zu schikanieren, drangsalieren oder schlichtweg seine Macht zu missbrauchen. Oder dass es scheinbar so einfach ist, sich als Richter, sich als Anwalt, sich als Jurist auszugeben. Dass es so einfach ist, sich als Universitätsprofessor auszugeben. Ohne, dass du jemand nachfragt, ohne, dass du jemand nachschaut, ohne, dass du jemand die Identität dieser Menschen prüft. Sondern, dass man da in der Universität Wien sogar noch mit den Leuten diskutieren muss. Naja, wieso ist das denn schlecht? Das sagen diese Leute einem. Wieso wäre das dann alles schlecht? Was ist schon dabei? Naja, das ist scheinbar sehr viel dabei. Oder für Österreicher ist es eh nichts. Naja, es wird die Universität, die Schulen, die werden von Steuerzahlergeld bezahlt. Und hinzu kommt, das ist ja das, wofür du Steuern zahlst. Nicht nur, dass deine Kinder eine Schule haben, sondern dass deine Kinder auch sicher in der Schule sind. Das ist ja das Nächste. Dass wenn du in die Arbeit gehst, dass wenn du dein Leben
besorgst, dass du jeden Tag eben nicht zur Waffe greifst und um dein Leben, Leib und Leben wie in einem Naturzustand bewahren zu müssen oder beschützen zu müssen, sondern dass wir so, wenn man sagt, so eine Art Gesellschaftsvertrag miteinander haben, sprich, das bedeutet ja, wir leben friedlich zusammen, wir koexistieren friedlich und der Staat sorgt dafür, dass unser Leib und Leben gesichert wird und du gehst ja auch davon aus, dass es so etwas wie einen Rechtsstaat gibt, dass die Gesetze eingehalten werden und dass es eben nicht zu solchen Sachen kommt, wie das Pädophile einfach freien Zugang zu Kindern haben oder dass Leute, die eigentlich ins Gefängnis gehören, sogar auch im Gefängnis sind, dann aber extra frei gelassen werden und auf andere angesetzt werden. So ist es auch. Das ist ja auch dann zu einem Terroranschlag gekommen in Österreich, dieser Terroranschlag im November. Der Mann, der das gemacht hat, der war kein Verdächtiger, der war schon im Gefängnis. Viel, viel eher sollte man sich fragen, wie konnte der freikommen? Also das sind Sachen. Und das da fragt man sich dann auch, ja, wozu zahle ich Steuern eigentlich? Mein Leib und Leben wird da sowieso nicht bewahrt. Der Staat unterstützt diese Leute sogar, hilft ihnen. Ja. Der Staat schadet meinem Leib und Leben. Also wenn wir unsere Kinder nicht mal in die Schule schicken können, wenn sie nicht mal dort in Sicherheit sind, wenn wir nicht mal in der Öffentlichkeit uns sicher fühlen können, was hat das dann überhaupt noch einen Sinn? Oder warum soll man dann überhaupt noch in so einem Land leben? Also ich will in Österreich nicht leben. Ich wollte es nie leben, ich wollte immer weg, aber es ist nie gelungen. Also ich hasse das Leben in Österreich. Das können Leute interpretieren, wie sie wollen. Das ist Faktum. Mir ist es egal, wer dafür verantwortlich war. War das der Staat Österreich? War das diese pädophilen Gruppe, wer war das, wer ist es, der die ganze Gesellschaft so verunsichert ist? Jetzt sind es eben diese zwei Familien, die für so viel Leid innerhalb der Gesellschaft verantwortlich sind? Sind es diese zwei Familien, die zu 80-90% aller Pädophiler, Stalker und Vergewaltiger ausmachen? Sind die schuld daran oder müssen wir die als Schuldige ansehen und dann dagegen etwas machen? Oder war es der Staat Österreich, der keine Sicherungen gehabt hat, wo es in Österreich keine Checks and Balances gibt, wo scheinbar Leute so mir nichts die nichts für sich als jemand ausgeben können, der sie nicht sind und damit sehr viel Schaden innerhalb der Gesellschaft anrichten können. Ärzte, man stellt sich nur vor, Ärzte. Und meines Wissens ist ja auch das geschehen. Da haben sich im Wiener AKH Ärzte ausgegeben, da haben sich Menschen als Ärzte ausgegeben, die kein Medizinstudium, nichts gehabt haben. Ja, argumentier da mal, ja, was ist schon dabei? Ein Arzt, der kein Arzt ist. Was ist schon dabei? Wer kann das dann noch verharmlosen? Ja, da wollte eben jemand Arzt spielen. Das habe ich mal hier in der Türkei, habe ich mal ein Ding, eine Dokumentation, das war eine Nachricht, das war in den Nachrichten. Da war jemand und da war über jemanden, der gerne Arzt sein wollte und der auch im Krankenhaus sich als Arzt ausgegeben hat und da einige Jahre praktiziert hat. Und es wurde so verharmlost in den Nachrichten, so quasi, ach, das kann man doch irgendwo verstehen. Ach, da wollte doch jemand gerne Arzt sein. Und das war so ein sehnlichster Wunsch von ihm. Aber der
Gute, so geht es dann ja auch nicht. Ach mein Gott, so sind sie mir ja auch nicht. Und jetzt haben wir den doch schlussendlich verhaften müssen, den armen Kerl. Aber er hat schon sehr viel Leidenschaft und Passion gezeigt. So wurde das dargestellt. Da redet niemand davon, dass, vor allem meiner Meinung nach der Wahrheit, dass es geisteskranke Psychopathen sind, denen es nur darum geht, Macht über andere zu haben, das Leben von anderen in der Hand zu halten. Weil das hast du ja auch als Arzt, als Chirurg, diese Macht, so eine Allmacht wie Gott über Leben und Tod der Menschen zu entscheiden. Und das ist ja etwas, was Leute genießen, das ist ja etwas, was Leute wollen. Und darauf auch stehen. Und was dann? Kann man das dann verharmlosen? Ach, das ist... Und wenn das dann passiert, man muss immer die Opfer sehen, wenn dein Leben da zerstört wird. Dadurch, da hat ein Arzt, der kein Arzt war, hat an dir herumoperiert, hat es schlimmer gemacht. Jetzt hast du bis an dein Lebensende Beschwerden, Schmerzen. Kannst du das dann auch verharmlosen? Ja, der Gedanke zählt. Da hat sich jemand bemüht, aber das hat er nicht sollen sein. Oder auch als Lehrer ist es nicht wichtig, dass man Schülern so viel Wissen vermittelt, vor allem moralische Werte vermittelt. Und das wird von Leuten vermittelt, die selbst keine moralischen Werte kennen. Soll man das dann auch verharmlosen? Soll man auch sagen, naja, der Gedanke zählt. Die wollten eben auch unterstützen. Das sagt man, oder das hat man ja über diese ganzen Psychopathen gesagt, die sich eine Polizeiuniform, wie es geheißen hat, ausgeborgt haben, um Recht zu tun, ja, um die Gesellschaft zu beschützen, um Gutes der Gesellschaft zu tun. So wurde das dargestellt. Ach, diese armen Leute, diese Männer, die haben da gesehen, dass innerhalb der Gesellschaft was falsch läuft und die arme Polizei, die sind alle unterbesetzt. Und jetzt haben sich da einige Leute den Mut gefasst und den Mut genommen, dass sie auch eine Polizeiuniform anziehen und dass sie da das Richtige auf den Straßen machen, dass sie Recht und Ordnung auf den Straßen wiederherstellen. Ist dir nicht aufgefallen, dass es immer der gleiche Typus von Persönlichkeit ist, der das macht, der das notwendig hat? Dass es immer die gleichen Psychopathen sind und vor allem, dass es meistens noch Pädophile oder Sextäter sind, die so etwas bedürfen, die gerne Macht über andere haben wollen und die dadurch Lust empfinden, dass sie Macht über andere haben wollen. Da frage ich mich schon, für wen machen die das alles? Und dann heißt es mal, ja, die Polizei ist eben unterbesetzt. Was soll man machen? Diese armen Menschen, die wollten doch nur das Richtige machen. Wirklich. So wird es dargestellt. Und da ist auch hoffnungslos. Oder wenn überhaupt, das ist ja in Österreich, ist ja die Frage, ob das überhaupt einmal in die Nachrichten schafft, wenn man nur bedenkt, in den USA, da wird über alles berichtet. Das ist für österreichische Verhältnisse zu obszön, zu offen. Obwohl es keine Gesetze gibt, die die Medien in Österreich beschränken, trotzdem beschränken sich die österreichischen Medien selbst. Und da fragt man sich auch, hast du da eigentlich keine Verantwortung? Oder warum bezahlst du Rundfunkgebühren, wenn dich der Sender oder der österreichische Rundfunk falsche Informationen verbreitet? Wozu dann? Damit du betrogen und beschwatzt wirst? Das ist eklig. Und es macht einen nachdenklich. Das war Adem Kirbas aus Ordu in der Türkei. Und das war Identitätskrise.